Steigen wir mal so ein bisschen ein. Also das, was wir gerade vor der Aufzeichnung noch gemacht haben, so ein bisschen sammeln. Na, was sind denn so die Themen, die Sie herführen? Und ich darf noch mal so ein bisschen zusammenfassen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich nachher die Aufzeichnung angucken. Da waren so Themen dabei wie ja, meine ganzen Aufgaben, alles, was über den Tag so zu tun ist und nicht nur meine eigenen To-Dos und meine eigenen Termine, sondern vielleicht auch die meiner Familie, die ich so im Blick behalten muss. Das, was in der Welt vielleicht so los ist, ne, was einem Sorge machen kann, spielt da vielleicht eine Rolle. Auch so das Thema war so angesprochen, ne, auch so irrationale Gedanken oder so vielleicht, ich würde sagen, die Ansprüche an sich selber, sich von sich abzuverlangen, dass man das alles hinkriegen muss, dass das alles klappen muss. Ich habe auch ein bisschen aus Ihren Wünschen für das Seminar heute, für den Vortrag rausgehört. Naja, am Ende wäre das cool, wenn ich das alles hinkriegen könnte, na, wenn ich Tipps habe, dass ich irgendwie meine ganzen To-Dos gut hinkriege. Und da kann ich vielleicht schon so ein bisschen das erste Ausrufezeichen setzen und sagen, na, vielleicht geht es gar nicht darum, jetzt alles unterzukriegen, sondern vielleicht geht es wirklich auch um Priorisierung. Vielleicht geht es auch mal ein bisschen zu hinterfragen, muss ich denn immer alles das und wo kommen denn meine Ansprüche eigentlich her und sind die so gut und will ich die so beibehalten oder geht es vielleicht auch ein bisschen darum, daran zu arbeiten, was ich sozusagen selber dazu beitrage mit meinen Werten, mit meinen Einstellungen, dass ich so gestresst bin und dass ich den Anspruch an mich habe, alles hinkriegen zu wollen und hinkriegen zu müssen. Und guck jetzt mal, ob das weiterklick geht. Jawohl. Ich habe hier noch meine Studie dabei, die ist jetzt von der Technikerkrankenkasse aus 2016 schon. Da gab es bis jetzt noch nichts Neueres. Ich denke, nach den ganzen Corona-Jahren würde eine Neuauflage auch noch mal ganz andere oder noch mal andere Ergebnisse mit einbeziehen. Aber wenn Sie da mal gucken, da war die Fragestellung, was stresst denn eigentlich die Befragten in Deutschland? Und nach der Arbeit, wo eher die Männer sind der türkise Streifen, der hellblaue Streifen, wo eher die Männer sozusagen vordergründig gestresst sind, stresst vor allem die Frauen mehr, aber da sind die Männer auch gut dabei, die eigenen Ansprüche an sich selber. Ne? Also gar nicht so das, was im Außen eine Rolle spielt, sondern wirklich die eigenen Ansprüche sind oft das, was ganz doll auch in Stress versetzen kann. Und da kann man sich ja fragen, ja, wo kommen denn diese ganzen Ansprüche her und womit haben die was zu tun? Hier mal gerade nebenbei noch beschäftigt, noch Menschen reinzulassen. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Genau. Also wo kommt denn das alles her? Warten Sie mal kurz, muss ich doch nochmal den Wartebereich anzeigen lassen, damit ich die Leute noch reinlassen kann. Ich glaube, die Frau Dörschmidt ist jetzt schon rausgegangen. Genau, ich hoffe, dass jetzt nicht mehr so viel nachrücken, die ich noch reinlassen muss, damit es nicht unterbrochen ist. Doch, jetzt ist noch mal jemand hier. Genau, also die Idee war, wo kommen denn diese Ansprüche an sich selber? Lass jetzt mal meinen Cursor hier drüben, damit ich noch reinlassen kann. Wo kommt denn das her? Und ich glaube, dass das, wo es herkommt, komme ich gleich noch mal mit Ihnen drauf. Ich glaube aber, dass quasi diese Ansprüche an sich selber und das, was von bestimmten Rollen erwartet wird, in unserer heutigen Zeit noch sozusagen dramatischer ist, als es vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, weil wir jetzt auch viele Vergleichsmöglichkeiten haben. Also die sozialen Medien, das mag alles viel Positives an sich haben, aber die Vergleiche und nicht immer nur zum Guten. Also es wäre schön, wenn die sozialen Medien auch für Entlastung sorgen könnten, ne, dass man so sieht, okay, das geht anderen auch so, ich kann mich ein bisschen entspannen. Ganz oft habe ich aber eher den Eindruck, da wird vermittelt, Mensch, die kriegen das doch auch hin und kriegen alles gleichzeitig jongliert und warum schaffe ich das jetzt nicht? Und dass es eher noch dazu beiträgt, noch mehr Druck auszuüben, noch besser funktionieren zu wollen. Und dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum der Burnout-Begriff, ne, dieses Ausgebranntsein, keine Energie mehr haben, so ein bisschen das Motto der Zeit ist und warum das so viele Menschen betrifft, weil es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr gibt, so richtig sich rauszunehmen. Also selbst der Urlaub muss gepostet sein, ne, in manchen Bereichen und muss natürlich super toll sein. Also da darf jetzt nichts irgendwie schiefgehen, sondern es müssen die tipptopp-klasse Bilder sein, die wir da einstellen wollen und die anderen sehen sollen von uns. Das macht einen unheimlichen Druck und
das fällt auf eine Prägung, die wir oft aus der Kindheit mitgebracht haben. Jetzt nicht im Sinne von, da ist irgendein anderer dran schuld, sondern ich würde Sie gern so ein bisschen mitnehmen, einen kleinen Ausflug mit Ihnen machen in das psychotherapeutische Verständnis davon, wie kommen wir denn zu bestimmten Einstellungen, die ganz schwer zu verändern sind, selbst wenn wir verstanden haben, das ist eigentlich nicht gut und das brauche ich doch eigentlich gar nicht. Ich könnte doch eigentlich, ich müsste doch nicht so perfektionistisch sein. Ich könnte mich doch, ich könnte es doch einfach mal ein bisschen leichter angehen und mir es ein bisschen leichter machen. Warum fällt uns das so super schwer, davon abzurücken? Und es hat eben was damit zu tun, wie lang oft diese Prägungen schon Teil von uns sind, dass wir das oft ja, als Teil unserer Persönlichkeit spüren und sehen und das verändert sich eben nicht so leicht. Und jetzt kriegen Sie bitte keinen Schreck, ob der Benennungen, aber ich werde es Ihnen hoffentlich so gut erklären, dass Sie im Nachgang so ein bisschen so eine Idee haben, was hat die Psychologie so für Ideen, wie Entstehungsmechanismen sind. Und ich werde nach den nächsten beiden Folien auch gleich mal eine Unterbrechung machen, um zu gucken, ob das bei Ihnen, ob Sie das gut verstanden haben oder ob da noch Nachfragen entstanden sind. Das, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein Konzept nach Herrn Beck, wo es quasi darum geht, wie entstehen denn unsere Grundeinstellungen, unsere Grundüberzeugungen, die dann in so automatisierte Verhaltensweisen, automatisierte Gedankenmuster münden am Ende des Tages. Und was ich Ihnen ja hier so ein bisschen natürlich sehr exemplarisch und jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, überspitzt, ne, so ein bisschen aufgedröselt habe, ist, naja, also diese Einstellungen, die kommen einerseits so ein bisschen aus unserem Temperament, aus dem, was uns angeboren ist. Ne? Also bin ich eher ein empfindsamer Typ, ein gefühlsstarker Mensch, so von Geburt an ist das so ein bisschen mein Temperament und ist dann natürlich geprägt von dem, was wir in frühester Kindheit, da wo unsere Ideen von der Welt, ne, wo wir uns so eine Idee davon machen, wie diese Welt funktioniert und wie unsere Umwelt so funktioniert. Und natürlich prägen uns die Bedingungen, die wir da eben vorfinden, am allermeisten und am tiefsten. Und das ist jetzt hier in dem Beispiel einfach. Also stellen Sie sich ein Kind vor, ein Mädchen, was in eine Familie geboren wird, als im Temperament eher empfindsam und sehr gefühlsbetont, was dann in eine große Familie reingeboren wird, die sehr arm ist, wo beide Eltern psychische Probleme haben, wo dieses Kind sehr früh vielleicht Verantwortung übernehmen muss als Zweitältestes und vielleicht auch noch das älteste Kind, ein Junge, und dann kommt ein Mädchen nach, wo es oft so ist, dass dann noch mal mehr Verantwortungsübernahme da ist, wo dann ganz viel auf Fehler mit körperlicher Gewalt vielleicht oder auch Vernachlässigung reagiert wird. Und dann wird dieses Kind bestimmte Überzeugungen von der Welt entwickeln. Ne? Das könnte zum Beispiel jetzt konstruiert in diesem Fall sein. Da ist niemand da, der sich um mich kümmert. Wenn, dann muss ich mich um mich selber kümmern und ich muss mich sowieso immer kümmern. Auch um die anderen muss ich mich kümmern. Gleichzeitig natürlich so ein junges Kind in so einer Situation, vielleicht für die Geschwister Verantwortung übernehmen, zu merken, die Eltern sind nicht so richtig Herr der Lage. Dann ist man natürlich auch oft überfordert, kommt in Überforderungssituationen rein, entwickelt dann vielleicht als zweites die Grundüberzeugung, aber eigentlich bin ich hilflos. Also das ist dann schon was, was sich sehr entgegensteht. Ne? Einerseits soll ich mich kümmern, andererseits bin ich aber den Situationen auch irgendwie hilflos ausgeliefert. Und die dritte Annahme könnte sein, ne, gerade wenn durch die psychische Erkrankung der Eltern, wenn Dinge schief laufen, wenn dann dem Kind die Schuld sozusagen suggeriert wird, also daran bist jetzt, sind jetzt nicht wir schuld, ne, oder das System, sondern da bist du schuld, dann lernt ein Kind auch, also Fehler sind was ganz Schlechtes und dann bin auch die Sache, die ich gemacht habe, ist vielleicht dumm gelaufen, sondern ich als Person bin dann schlecht, ich bin schuldig. Und das nimmt das Kind so mit in sein Leben und daraus sozusagen entwickeln sich auch, das ist jetzt so der zweite kleine Part, den ich noch für Sie mitgebracht habe aus der Psychologie, aus den ja, Konzepten oder aus den Theorien, die wir dazu haben, daraus bildet sich ein bestimmter Bindungstyp aus. Sie sehen hier, grundsätzlich unterscheiden wir vier verschiedene Bindungstypen, die sich dadurch unterscheiden voneinander, dass wir ein bestimmtes, also dass die Menschen mit einem bestimmten Bindungstyp ein bestimmtes Bild von sich selber haben und eben auch ein Bild von ihrem
gegenüber von den anderen Menschen haben. Und Sie sehen hier zum Glück, diese Anzeigen, die ich hier gemacht habe, sind je nach Quelle variiert es ein bisschen, aber man muss sagen, zum Glück sind die allermeisten Menschen in einem Bindungstyp, den wir sicher gebunden nennen, wo wir sagen, okay, ich bin grundsätzlich gut und mein Umfeld, mein Gegenüber ist grundsätzlich auch gut. Es ist hier eine sichere Situation und ich kann mich hier ganz angemessen bewegen. Und auch zum Glück sind die Menschen mit einem desorganisierten Bindungstyp. Also hier sehen Sie, ne, angemessenes Verhalten und dann kann ich eben mich gut und sicher durch die Welt bewegen. Und dieser andere Typ, der desorganisierte Typ, zum Glück ein sehr seltener, häufig assoziiert mit bestimmten Störungsbildern, wo uns das in der Therapie auffällt, zum Beispiel mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und das sind eben Kinder, die mit sehr unberechenbaren Eltern aufgewachsen sind, wo sehr widersprüchliche Beziehungswünsche beim Kind entstanden sind. Also das sind Kinder, wo die natürlich gleichzeitig, was jedes Kind möchte, irgendwie von den Eltern anerkannt werden möchten, die Liebe wollen, die geborgen sein wollen, in den Arm genommen werden wollen von den Kindern und gleichzeitig vielleicht vom eigenen Elternteil oder von jemandem, wo sie eigentlich sehr viel Vertrauen haben sollen, dürften, vielleicht schweren Missbrauch erfahren haben. Und gleichzeitig, ne, dann so eine Abscheu und eine Angst entwickeln. Und diesen Bindungsstil nimmt man natürlich dann auch mit ins Erwachsenenleben, ist sich dann seiner eigenen Beziehungen, seiner eigenen Gefühle nicht so richtig sicher und die Umwelt erlebt man auch als völlig unsicher. Also das ist so das Klassische, ich bin nicht gut und die anderen sind auch nicht gut. Das ist hier alles keine gute Umgebung für mich. Das wäre so dieser desorganisierte, also der schwierigste Bindungstyp, der Gott sei Dank auch selten ist. Und dazwischen haben wir sozusagen unsicher gebundene Bindungsstile, den unsicher ambivalenten. Das ist eher so einer, der sehr bedürftig ist nach anderen, wo das Bild ist. Also ich selber bin jetzt nicht gut, aber mein Gegenüber, wenn ich das bei mir habe, dann ist die Welt sicher, dann kann ich mich auch bewegen. Und das sind oft Kinder, die ganz oft gehört haben, das kannst du nicht, denen ne, die Angst vermittelt gekriegt haben vor der Welt und die sich einfach mit der Überzeugung bewegen, ich kriege das jetzt hier nicht allein hin, ich brauche immer jemand Starken bei mir, der mir hilft, dass wir das schaffen. Im Gegensatz zum unsicher Vermeidenden, der eher gelernt hat, ich bin auf mich allein gestellt, ich muss allein zurechtkommen und ich darf auch am besten keine Emotionen zeigen, weil darauf kriege ich nur Ablehnung. Also mit der grundsätzlichen Idee, also ich bin schon gut und ich kann mich auch nur auf mich verlassen, aber diese Welt da draußen, die ist schwierig und das Fremdbild eher ein negativ geprägtes ist. Ne? Und diese Bindungsstile gehen sozusagen ins Erwachsenenleben über und prägen so ein bisschen, und jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser anderen Konzeptualisierung, die prägen letztendlich, mit welchen Einstellungen, mit welchen Annahmen, mit welchen Lebensregeln, Überlebensregeln ich jetzt einfach durch meine Welt laufe. Also ne, ich kann mich auf niemanden verlassen, ich kann mich nur auf mich selber verlassen, aber so schwierige Dinge, die versuche ich lieber nicht. Und wenn mir irgendwas passiert, wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich schlecht. Also sind Fehler auch auf jeden Fall zu vermeiden. Alles, was ich tun kann, um möglichst keine Fehler zu machen, ist gut. Und da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir uns zum Beispiel so eine Grundhaltung von Perfektionismus, ne, ich muss immer alles super perfekt machen, die kann dann sozusagen so ein bisschen als das, was wir von außen beobachten können oder was jemand bei sich auch beobachten kann, was daraus resultiert. So, das, ne, also bestimmte Coping-Strategien habe ich gerade schon gesagt und daraus eben bestimmte automatisierte Gedanken, Gefühle, Verhalten. Das war jetzt so ein bisschen wichtige psychotherapeutische Grundideen im Hintergrund im Kurzverfahren, weil Sie wollen ja nicht Psychotherapeuten heute Abend werden. Ich habe es einfach mit reingebracht, um Ihnen so ein bisschen deutlich zu machen, wo haben wir unsere Ideen her, wie bestimmte Dinge, warum wir die überhaupt haben, ne, und wie sich die entwickelt haben. Dann gehe ich wieder in die Bildschirmteilung und dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter, so nach der Idee so ein bisschen Ihnen zu zeigen, was haben wir für Ideen, wie solche Gedanken entstehen. Kommen wir jetzt wirklich direkt mal in das Thema, was jetzt ganz viele von Ihnen eingangs benannt haben, so in die Stressbewältigung, ne, und in die Stresstheorie. Weil da spielen unsere Gedanken nämlich auch eine ganz wichtige Rolle, und zwar nicht die Gedanken, die wir uns so bewusst machen, sondern wirklich so unsere Grundhaltungen, das, was ich Ihnen gerade noch mal so ein bisschen in der Herleitung erzählt habe. Das Bild, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist, wie Sie sehen, ein sehr altes, aber ein immer noch gängiges, wo diese Flowchart Ihnen deutlich machen soll, wie wird denn aus einer
Situation ein Trigger für Stress in unserem Organismus. Und das passiert durch zwei sehr instinktive Bewertungsprozesse unseres Zwischenhirns. Also diese Entscheidungen trifft nicht unsere Großhirnrinde, unser bewusstes Nachdenken, sondern die treffen wir sehr instinktiv. Und diese instinktiven Entscheidungen haben viel damit zu tun, wie habe ich denn bisher, welche Erfahrungen habe ich denn bisher gemacht und was habe ich so für eine Einstellung zu dem Thema. Also stellen Sie sich vor, Sie sind mit irgendeiner Situation konfrontiert. Dann wird Ihr Gehirn sich in jedem Moment des Tages, immer wenn Sie mit bestimmten Sachen konfrontiert sind, fragt sich Ihr Gehirn, ist das irgendetwas, was mir Sorge machen muss? Ist das irgendwas, was mich bedrohen könnte? Wenn das Dinge sind, die als neutral oder ne, zumindest nicht als Bedrohung eingeschätzt werden, ist das schon mal eine gute Grundvoraussetzung, dass kein Stress entsteht oder dass wir uns sehr schnell wieder beruhigen. Das kennen Sie vielleicht, dass irgendwo macht es einen Knall, Sie schrecken kurz auf. Ne? Das ist so eine Orientierungsreaktion. Das zeige ich Ihnen nachher auch noch mal an so einer weiteren Stresstheorie, die noch ein bisschen älter ist. Also irgendwas kommt unvorbereitet, wir sind kurz erschrocken, haben so eine Orientierungsreaktion, merken vielleicht auch ein bisschen, dass der Körper hochfährt. Und sobald wir aber gemerkt haben, ach, ist gar nichts, wo ich mir drüber Gedanken machen muss, keine Bedrohung, wird sich das sehr schnell wieder beruhigen. Wenn wir aber instinktiv zu der Entscheidung kommen, nee, doch, das ist eine Herausforderung, mindestens, wenn nicht sogar eine Bedrohung, dann schiebt sich direkt ein zweiter instinktiver Bewertungsprozess hinterher. Und zwar fragt sich unser Gehirn, kenne ich das und habe ich das schon mal bewältigt? Also kann ich das schaffen? Wenn ich grundsätzlich so die Einstellung habe, ja, das kriege ich hin, ne, wird schon irgendwie, wäre ich schon schaukelndes Kind, dann werde ich mich auch eher schneller beruhigen und wieder erholen oder vielleicht auch gar nicht in eine richtig große Stressreaktion reinkommen. Wenn ich aber instinktiv zu der Entscheidung komme, nee, das schaffe ich nicht, dann lande ich sozusagen in der Stressreaktion. Und gerade dieser zweite Bewertungsprozess, ne, bin ich dem gewachsen und kriege ich das hin, der ist, kann zum Beispiel durchaus erschwert werden, wenn ich jetzt so Grundeinstellungen habe wie die, die wir gerade ein bisschen vorab uns angeguckt haben. Also wenn ich immer alles selber hinkriegen will und perfekt machen will zum Beispiel, wenn ich mir selber keine Fehler erlaube, weil ich ja gelernt habe, Fehler sind schlecht und dann bin ich schlecht, dann werde ich vielleicht öfter mal zu der Einschätzung kommen, naja, ob ich das jetzt fehlerfrei hinkriege, ist so die andere Sache, ne? Und vor bei Situationen eher das Gefühl haben, ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann und dann eher schneller mal gestresst sein als jemand, der sagt, ach, das kriege ich schon hin, das werde ich schon irgendwie schaffen, der sich dann schneller wieder beruhigt. Das kennen Sie auch aus Ihrem Umfeld. Also Sie haben mit Sicherheit alle, wenn Sie es nicht selber vielleicht sogar von sich kennen, wobei Sie sind ja heute aus einem bestimmten Grund da, ne? Aber vielleicht aus Ihrem Umfeld. Es gibt immer so Leute, wo man das Gefühl hat, die bringt nichts und niemand aus der Ruhe. Vielleicht ist das eine gute Fassade, das kann ich Ihnen auch aus meiner klinischen Erfahrung sagen. Manchmal ist das einfach eine sehr gute Fassade. Dann sieht man den Leuten nicht an, was hinter der Stirn sozusagen alles an Stress abgeht. Aber es gibt durchaus auch Menschen, die bleiben wirklich sehr gelassen, sehr zuversichtlich und sind eher selten gestresst. Und es gibt natürlich Menschen, die einfach schneller in Stress geraten, was auch vielleicht mit eigenen Anforderungen zu tun hat. Das, was Sie an dem Schaubild auch noch sehen, und das sage ich jetzt noch mal gezielt, weil ich vorhin so gehört habe, Schlafstörungen, ne, Gedankenkreisen, die vom Schlafen abhalten. Es müssen für diese Stressreaktion, dass dieser Prozess, den Sie jetzt hier gerade sehen, losgeht, nicht unbedingt Situationen im Außen tatsächlich da sein, die sozusagen real diese Bewertungsmechanismen auslösen. Sondern Sie sehen, da reicht auch meine eigene Vorstellung von bestimmten Dingen. Sie sehen, das ist Situation, Lebenseignis, aber auch eigene Gedanken. Also, das heißt, ich kann mich abends in meinem Bett liegend, mitten in der Nacht, in die heftigste Stressreaktion reindenken, weil mein Gehirn sozusagen auch die Vorstellung von bestimmten schwierigen Situationen ausreicht, um die Stressreaktion loszutreten. Und ich komme jetzt quasi gleich auch, und da Sie sehen, da habe ich jetzt auch wirklich alle drei Abteilungen des Stressprinzips oder des großen Überbegriffs Stress mit dabei, wo ich nachher gerne mit Ihnen nochmal auf die anderen beiden Dinge auch eingehe. In der Theorie von, wie können wir den Stress
unterscheiden und wie können wir vor allem Stressbewältigung kategorisieren? Es tut mir leid, dass ich hier zwischendrin immer unachtsam bin, weil es kommen immer noch Leute rein. Dann bin ich immer so ein bisschen abgelenkt, wenn es hier plöpp macht. Und Sie sehen ein Teil, ne, das ist jetzt so eine Möglichkeit, wie wir dieses große Überthema Stress uns so aufdröseln können, dass hinterher eine gute Stressbewältigung rauskommen kann. Und unser Thema, das Mental Load-Thema, die Gedankenprozesse, das sehen wir in dieser Stressauflistung sozusagen, würde ich das kategorisieren unter die sogenannten Stressverschärfer. Das ist alles das, was Sie antworten können auf die Frage oder wo Sie den Satz mit beenden können. Ich setze mich selbst unter Stress, indem ich zum Beispiel, auf der anderen Seite sehen Sie, was da alles eine Rolle spielen kann. Ich alles perfekt machen möchte, ich schnell fertig werden möchte, nicht sehr geduldig bin, großes Kontrollbedürfnis habe, ne, das Gefühl habe, ich muss das alles allein hinkriegen und ich muss stark sein und es darf mir niemand ansehen, dass ich die Sachen nicht hinkriege. Da braucht es dann im Außen gar nicht so viel Stressoren, also potenzielle Stressauslöser, sondern wie wir gerade gesagt haben, da reichen vielleicht manchmal sogar diese eigenen Gedanken, oh Gott, wie soll ich denn das morgen alles hinkriegen, um die Stressreaktion anzutreiben, ohne dass da schon irgendwie ein einziger Termin losgegangen ist. Und in den großen Überbegriff Stress gehören aber natürlich dann auch diese Stressoren, die vorhin auch so ein bisschen genannt waren, rein, ne? Also Zeitdruck, volle To-Do-Liste, dann vielleicht noch vorhergesehene Dinge, die auch noch von mir abverlangt werden, die ich irgendwie auch noch in meinen Zeitplan unterkriegen muss. Und wenn diese Stressoren im Außen und unsere Stressverschärfer, sprich das, was wir an Bewertungsprozessen haben, ne? Ich gehe nochmal zurück, also das, was hier an Bewertung der eigenen Fähigkeiten dazu kommt, dann kommen eben Stressreaktionen raus auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich kann das körperlich merken. Die Klassiker wären, ich schwitze, ich bin angespannt, ich habe Herzrasen oder Herzklopfen zumindest, ich habe einen hohen Blutdruck, ich habe einen ganz roten Kopf. Mein Magen-Darm-Trakt spielt verrückt, weil in der Stressreaktion unsere Verdauung runterreguliert wird. Ne? Ein riesengroßes Organ mit viel Durchblutung braucht der Körper im Stress für andere Dinge. Das heißt auch so, das ein oder andere Magen-Darm-Problem kann durchaus von Stress herrühren. Dann natürlich auch, dass die Gedanken noch mehr im Kreis rennen, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig fokussieren kann, dass ich überfordert mich fühle, gestresst mich fühle. Und meistens führt es dann nicht dazu, dass wir uns irgendwie sehr günstig verhalten, sondern wir versuchen, diese Stressreaktion oft durch dysfunktionales Verhalten wieder in den Griff zu kriegen. Also vielleicht irgendwas zu konsumieren, was uns beruhigt, Nikotin oder am Abend brauche ich dann mein Alkohol, um runterzufahren oder ganz viel Kaffee, keine Pausen zu machen, nichts Ordentliches zu essen. Also was dann unseren Körper noch zusätzlich stresst, weil er dann noch nicht mal mehr gute Energiezufuhr kriegt. Ne? Und dann haben wir quasi eine ganz große einen ganz, ganz großen Aufruhr in unserem Körper, der auf Dauer einfach auch wirklich krank machen kann, in körperlicher wie in psychischer Hinsicht. Und ich will Ihnen hier nochmal von diesen Stressverschärfern, habe ich mir jetzt einfach mal eins rausgegriffen, was in meiner Praxis und auch in meiner Klinikzeit was war, wo ich wirklich vielen Menschen begegnet bin, für die das ein Thema war. Nämlich das Thema Perfektionismus. Ne? Ich muss das immer alles richtig machen. Und ich habe Ihnen hier nochmal versucht, so ein bisschen aufzudröseln, was könnten denn so die im Hintergrund laufenden Mechanismen sein, dass ich so einen Perfektionismus an den Tag lege, dass ich das immer alles hundertprozentig und ohne Fehler machen möchte. Und ein zentrales Thema kann sein, die Kontrolle haben über Dinge. Ganz oft geht es im Perfektionismus auch um Selbstwert. Ne? Das waren jetzt beides Themen, die ich vorne auch eingangs in dieser Konzeptualisierung so ein bisschen benannt habe von diesem Beispiel Menschen, dass ich gelernt habe, ich kann es nur selber am allerbesten. Die anderen, ne, machen es nicht so, wie ich das möchte. Und ich muss es auch richtig machen. Nur dann bin ich auch gut. Also jeder Fehler sozusagen kratzt an meinem eigenen Selbstwertgefühl. Und wenn das so meine untergeordneten Werte sind, dann müssen
folgert da draus, ne, dann müssen Fehler unbedingt vermieden werden und Fehler kann ich nur vermeiden, indem ich Dinge tausendmal gedanklich durchkontrolliere. Habe ich an das gedacht? Habe ich an das gedacht? Ist das auch wirklich gelaufen? Vielleicht auch nochmal nicht nur gedanklich kontrolliere, sondern auch Dinge nochmal nachgucke, mich nochmal vergewissere, dass das auch richtig gelaufen ist. Was Sie natürlich vielleicht schon allein, wenn Sie es hören, unter hohe Anspannung setzen, dann gehen die Schultern hoch, dann bin ich dauernd in einer großen Muskelanspannung. Wenn natürlich nichts schief gehen kann, beobachte ich auch an den meisten, die mit Perfektionismus ein Thema haben, die können auch, sind auch nicht so gut fähig, Dinge an andere abzugeben. Ganz oft kommt dann, ja, aber Frau Geidis, Sie machen das ja dann nicht so, wie ich das will. Und wenn das dann nicht so richtig gemacht ist, muss ich sowieso nochmal machen, dann kann ich es gleich gern selber machen. Ne? Dann spare ich mir wenigstens die Zeit, hinterher nochmal zu kontrollieren. Ja, genau das ist das Thema. Und Perfektionisten sind, wenn ihr Umfeld das mal erkannt hat, auch Menschen, wo eben umgekehrt, also die selber, die Perfektionisten selber geben ungern was ab, aber ganz viele andere geben wunderbar gern was an die Perfektionisten ab, genau auch mit dem Motto, wenn die das macht, dann weiß ich, dann läuft es auch, die vergisst auch nichts und dann ist das alles super gemacht. Das heißt, da kommt immer noch eine ganze Ladung von Themen von außen drauf. Und wenn ich dann eben schon in so einer hohen Anspannung bin, eine große To-Do-Liste habe, dann kann ich natürlich überhaupt nicht gebrauchen, dass mir da irgendwas zwischenfunkt, ne? Dass da irgendwelche Sachen länger dauern, als ich mir das vorgestellt habe oder noch was Unvorhergesehenes dazwischen platzt. Und dann sind Menschen oft reizbar und leicht irritierbar, wenn die Dinge dann nicht so laufen, wie die Planung war. Und das ist noch ein riesengroßes Problem, was ich oft erlebe, loslassen und mal Entspannung eintreten lassen, ist dann oft ganz schwierig. Also ich habe selbst Patienten, die sagen, sogar im Urlaub, wo ich eigentlich weiß, es geht um nichts, ne? Aber ich möchte dann, dass es meiner ganzen Familie gut gefällt und ich plane dann Urlaube und ich sitze dann abends noch und recherchiere noch, ob man nicht noch das, das und welches angucken kann. Und ich weiß, eigentlich will das gar keiner von mir, aber ich habe diesen Anspruch und ich kann dann überhaupt gar nicht loslassen und ich komme eigentlich wenig erholt nach Hause, also das ne, nach dem Urlaub, weil ich da einfach genau das gleiche Muster auch mitgenommen habe. Und das können Sie sich gleich nachher schon mal sozusagen sich gleich freuen. Wir werden so eine kleine Übung machen, die wunderbar, super easy im Alltag umsetzbar ist, weil die nicht viel Zeit braucht. Und das wäre was, was ich mir wünschen würde, was diejenigen von Ihnen, die zum Beispiel mit Schlafproblemen zu tun haben, vielleicht gleich noch heute Abend noch mal ausprobieren können, wenn sie sich nachher in ihr Bett begeben, ne? Um eben langsam in diese Entspannung wieder reinzukommen, weil Entspannung ist einfach was, was auch trainiert werden kann. Und wenn man merkt, ich bin da jemand, der vielleicht oft gestresst ist, viel in Anspannung ist, auch was, was geübt werden sollte. Um das noch ein bisschen abzurunden, das Thema Perfektionismus. Ne? Ich komme nochmal zurück so zu dieser Grundüberzeugung, die vielleicht da ist. Wenn ich nicht alles kontrolliere, im Griff behalte, dann bricht das totale Chaos aus, was oft auch Angst macht. Ne? Was gekennzeichnet ist dadurch, dass ich jetzt eben nicht so großes Vertrauen habe in die Verlässlichkeit von anderen. Und weil eben hier vorne passiert, dass ganz viele andere im Umfeld lernen, ach naja, der kann ich es eh nicht recht machen, also übernehme ich gar nichts. Im Gegenteil, ich gebe der vielleicht noch Dinge ab, dann ist die wenigstens zufrieden. Erfüllt sich der Perfektionist oder die Perfektionistin auch so ein bisschen ihre eigenen Erwartungen, ne? Und das ist das Tragische. Also das ist quasi so eine self-fulfilling prophecy, weil ich übernehme das alles, das Umfeld gibt immer mehr ab. Und ich selber als Perfektionistin oder Perfektionist komme immer mehr in Überforderung und je überforderter ich bin, desto häufiger kann ich natürlich dann trotzdem auch Fehler machen, ne? Und das dann führt dann nicht dazu oft, dass ich reflektiere und sage, naja, ich habe mir einfach zu viel aufgeladen, das konnte ja nur schief gehen, sondern dass ich eher dass ich eher meine Grundüberzeugung bestärke, ich muss es noch genauer kontrollieren, ich ne, muss mich noch mehr anstrengen und es war immer noch nicht genug sozusagen. Also dass der Perfektionismus eher weiter am Laufen gehalten wird, was dann nicht selten eben zur völligen Erschöpfung, also erstmal die Bereitschaft, alles von sich zu geben, bis hin in Erschöpfungskrisen, die dann Burnout, Depressionen und so weiter nach sich ziehen können oder eben auch körperliche Folgeerscheinungen von eben so einer andauernden Stressbelastung sein können. Okay, bevor wir jetzt in die Dinge kommen, die Sie tun können, bevor wir so ein bisschen in die Lösungen oder in mögliche Angebote für Lösungen kommen, noch so ein bisschen abschließend was zur
Stressreaktion selber, das hatte ich Ihnen vorhin gerade schon mal angekündigt. Sie sehen, das ist noch ein viel älteres Konstrukt, das Adaptationssyndrom nach Selye, der sich auch mit der mit Stressforschung beschäftigt hat. Ich habe Ihnen vorhin schon mal gesagt, so eine erste Orientierungsreaktion, wenn es zum Beispiel irgendwo knallt, ist was, was uns einfach angeboren ist, was uns auch ganz lang natürlich zu der Zeit, wo wir noch Fressfeinde hatten in der Steinzeit, das ist ja ein uralter Mechanismus, die Stressreaktion in unserem Organismus. Da war das natürlich wichtig, dass ich aufmerksam geworden bin, wenn um mich herum irgendwas komisch war, irgendwas anders war, als ich das kannte. Und dass so eine Orientierungsreaktion losgeht und wenn sich die nicht beruhigt, dann gehe ich wirklich in eine Stressbereitschaft, also in einen Alarmzustand, der natürlich dafür gedacht war, dass ich schnell genug kämpfen oder fliehen kann vor der Gefahrensituation. Und was so gedacht ist von der Natur eigentlich, also wir sind nicht ausgemacht für lang anhaltende Stressreaktionen, sondern eigentlich war das dafür gedacht, ich sage es mal ganz pragmatisch, der Säbelzahntiger steht vor einem, jetzt geht es darum, kämpfen oder fliehen. Und dann war irgendwann die Situation selbstlimitierend, weil entweder hat man es geschafft, den Säbelzahntiger zu besiegen, wunderbar, dann gab es abends Säbelzahntigerbraten am Lagerfeuer, oder aber man hat geschafft, rechtzeitig abzuhauen und sich in Sicherheit zu bringen, oder der Säbelzahntiger hat einen erledigt, dann war es auch durch. Aber es gab eben relativ schnell eine Erholung, also irgendeine Lösung dieser Situation, eine Bewältigung der Gefahr, und dann ist das System wieder flacht und dann kam die Erholungsphase. Ne? Und man darf nicht vergessen, in der Zeit, in der sich dieses System entwickelt hat, in der Steinzeit, da gab es zwar am Tag viel zu tun und musste sich immer Essen beschafft werden, da gab es jetzt nicht den Supermarkt um die Ecke, aber in den Dunkelphasen sind unsere Vorfahren dann einfach auch in der Höhle geblieben, in ihren schützenden Umgebungen geblieben und dann war da einfach Zeit für ins Feuer zu gucken oder vielleicht noch ein paar Dinge zu reparieren, aber man hat sich dann eher entspannt und kam dann auch runter und die Arbeit des Tages, das Tagewerk war auch wirklich erledigt. Und das ist so ein bisschen das Problem unserer Zeit. Also es geht gar nicht darum, dass jetzt nicht mal eine Stressreaktion sein darf. Das Problem ist, wenn wir von dem Stress nicht mehr runterkommen, weil entweder ein To-Do nach dem anderen kommt und oder ich in meinem Kopf ja dauernd weiter in der Stresssituation bleibe, also ich mich mental, selbst wenn meinem Außen nichts mehr wäre, ich sitze abends vielleicht auf meinem Sofa, aber in meinem Kopf geht die ganze Geschichte weiter. Und Sie erinnern sich vorhin an die Übersicht von Lazarus, Ihre eigenen Gedanken reichen, um in der Stressreaktion drin zu bleiben. Und dann kommt diese notwendige Erholung nicht zustande und dann erschöpft sich das System irgendwann. Ja, mit durchaus auch krankheitsrelevanten Folgen. Das heißt, zentral wäre jetzt zu schauen, wie kann ich immer wieder mich in so eine Erholungssituation holen auf den unterschiedlichen Ebenen. Und das möchte ich jetzt gern mit Ihnen machen. Also das ist die Idee, Also ab und an mal gestresst zu sein, wenn dann wieder Entspannung einsetzt, so wie in der unteren Kurve, wunderbar. In diesen Stressreaktionen lernt unser Gehirn auch dazu. Also die sind durchaus auch positiv zu bewerten. Das, was eben ungünstig ist, ist aber, wenn ein Stressor am nächsten ist, wenn wir dazwischen gar nicht richtig in der Erholungsphase kommen, wenn unser System immer weiter sich hochschaukelt und am Ende gar nicht mehr richtig wieder nach unten in eine Entspannungsreaktion zurückfindet, dann haben wir ein Problem. Und die Herausforderung wird jetzt sein, die Anforderungen, sag ich mal, sowohl im Außen als auch die inneren Anforderungen, die wir an uns stellen, und Bewältigungsressourcen, die wir so dagegen setzen, ganz aktiv, dass wir das in so eine Waage bringen, dass ich das austarieren kann. Das heißt, dass ich am Tag schon meine Dinge versuche zu erledigen, dass ich aber auch immer wieder Zeiten habe und Dinge einplane, die meine Stressreaktion abdämpfen, wo ich mich dann erholen kann, wo ich meinen Körper oder meinen ganzen Organismus in die Bewältigung bringen kann. Und dafür habe ich Ihnen jetzt wirklich konkrete Sachen mitgebracht, die wir auch gleich ausprobieren. Wir fangen mal unten in der Stressreaktion an. Ja, da komme ich jetzt ein bisschen auch auf die Frage von vorhin zu sprechen, mit dem, wie ist denn das mit der Bewegung? Die wäre ja eigentlich gut zum Stressmanagement und zum Ausgleich. Was ist, wenn aus der sozusagen ein Stressor per se wird? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn wir uns unten ansetzen an der Stressreaktion, wirklich einfach an dem Angreifen sozusagen ihrer
im Organismus ihrer Reaktionen, die sich da zeigen. Dann sind das so, das, was ich da so aufgeschrieben habe, so die relevantesten Strategien, die man dagegen setzen kann. Und an ganz allererster Stelle, sehen Sie, steht jetzt nicht die Bewegung, sondern da steht die aktive Entspannung. Und wenn ich aktive Entspannung sage, meine ich eigentlich wirklich gezielt Entspannungsverfahren. Ja? Weil das, was oft so im Volksmund, vielleicht auch was Ihnen jetzt durch den Kopf geht, wenn Sie Entspannung hören, ne? Also ich setze mich aufs Sofa und schaue mir irgendeinen seichten Film im Fernsehen an. Oder ich lege mich in die Badewanne. Das mag Sie gefühlt entspannen. Das hat aber im Gegensatz zu einem aktiven Entspannungsverfahren ein ganz großes Problem, nämlich ich adressiere nicht unbedingt meine Gedanken und ich adressiere nicht unbedingt meine Körperreaktion. Wenn ich jetzt das Beispiel nehme von ich sitze auf dem Sofa und schaue mir irgendeinen seichten Film an, dann ist Ihnen vielleicht auch schon passiert, dass Sie beim Film die Hälfte nicht mitgekriegt haben, weil meine Gedanken ja trotzdem noch auf Reise gehen können und so ihre eigenen Dinge treiben können. Oder vielleicht auch, weil der Film selber inhaltlich mich gedanklich so beschäftigt und aufregt, dass ich da auch nicht wirklich in die Entspannung komme, ne? Weil ich vielleicht auch ganz verkrampft auf meinem Sofa sitze, weil mein Körper da auch gar nicht so richtig zur Ruhe kommt. Ähnliches gilt für die Situation mit der Badewanne. Und was wir jetzt in der aktiven Entspannung, und zwar egal, welches Verfahren Sie da nehmen, ob das die progressive Muskelentspannung ist, autogenes Training, Meditation, Imaginationen, Fantasiereisen, was denen so ein bisschen gleich ist, wir machen ein paar Dinge ganz gezielt. Und zwar adressieren alle Entspannungsverfahren unseren Atem. Da will ich jetzt auch gleich eine Übung mit Ihnen machen und sollen dazu einladen, den Atem zu verlangsamen und zu vertiefen. Und das ist was, was physisch der Stressreaktion diametral entgegensteht. Also das heißt, wenn man das gelernt hat und gut kann, kann man wirklich allein mit dem Atem seine Stressreaktion unterbrechen und in die Entspannung wieder reinführen. Das ist natürlich auch ein bisschen Übungssache, wie schnell oder gut das gelingt, aber das kann man sehr gut trainieren. Gleichzeitig kriegt man bei den Entspannungsverfahren irgendeine Aufgabe, sei es jetzt, dass ich körperlich was machen soll, also zum Beispiel Muskel anspannen, reinspüren, gezielt wieder entspannen oder dass ich einem bestimmten Bild folgen soll oder dass ich mit bestimmten Suggestionen, beim autogenen Training geht es ja um Suggestionen, dass ich bestimmte Suggestionen mir immer wieder vorsagen soll. Das heißt, meine Gedanken werden schon auch adressiert und beschäftigt und über den Kanal entweder vom Gedanken auf den Körperwechsel zu wirken oder vom Körper in die Gedankenwechsel zu wirken, wird quasi der ganze Organismus aktiv in eine Entspannung gebracht. Und es ist nicht was, was irgendwie by the way nebenher passieren soll, während ich einen Film zum Beispiel angucke. Und damit Sie so ein bisschen einen Eindruck kriegen, wie das gehen kann, zum Beispiel mit so einer Atempause, mit so einer Atemregulierung, die gleichzeitig auch so ein bisschen eine Unterbrechung macht, ne, da nehme ich gleich so ein bisschen das Pausenmanagement mit rein, würde ich kurz die Präsentation gern beenden wollen und würde mit Ihnen gern wirklich eine ganz kurze Übung machen wollen. Dazu bitte ich Sie, ich weiß jetzt nicht, wo und wie Sie gerade vor Ihrem Computer sitzen. Ich würde Sie einfach mal bitten, dass Sie, wenn das möglich ist, da wo Sie sitzen, dass Sie mal eine Sitzposition einnehmen, wo Ihre beiden Füße den Boden berühren. Und dass Sie sich dann mal so ein bisschen so im Brustkorb sozusagen von da, wo Sie sitzen, so ein bisschen aufrichten. Also stellen Sie sich mal vor, hier an der höchsten Stelle von Ihrem Scheitel wäre ein kleiner Seidenfaden angebracht und der richtet Sie so ein bisschen auf, sodass die Wirbelsäule so wie Perlen an einer Schnur so aufgerichtet ist. Und Sie können einfach mal kurz überlegen, ob Sie die Augen zumachen. Sie haben ja eh alle die Kamera aus. Da können Sie ja sozusagen auch gut die Augen schließen. Und ich lade Sie jetzt mal im ersten Schritt der Übung ein, einfach mal wahrzunehmen, achtsam zu sein für alles das, was jetzt gerade in Ihr Bewusstsein dringen will. Was auch immer das ist, es geht jetzt gar nicht darum, das zu benennen oder festzuhalten oder sich fragen, warum das so ist, sondern gucken Sie einfach mal, was kommt gerade so in Ihr Bewusstsein. Vielleicht ist das eine bestimmte Körperempfindung, dass Sie merken, oh, vom Sitzen, ich saß jetzt doch nicht so gut, mir tut ein bisschen der Rücken weh. Oder dass Sie merken, boah, mein Kopf ist jetzt nach dem Tag mit dem, was ich jetzt schon im Vortrag gehört habe, ganz schön voll. Das ist ganz schön viel Input, den ich jetzt gekriegt habe, ganz viel Durcheinander in meinem Kopf.
Oder dass sie merken, ich bin eigentlich gar nicht mehr so richtig bei der Übung dabei, ich bin schon wieder so ein bisschen abgelenkt oder ich kriege so drumrum mit, ich weiß nicht, wo sie sitzen, ob sie in einem ruhigen Raum allein sitzen oder ob um sie herum die Familie ist, dass sie das so ein bisschen mitkriegen. Und sammeln Sie einfach mal ein, alles das, was ins Bewusstsein kommen will. Einfach so benennen. Aha, da ist das da, die Körperempfindung, der Gedanke, das Geräusch von außen. Und im zweiten Schritt lade ich Sie jetzt mal ein. Kommen Sie mal in Kontakt mit Ihrer Atembewegung, so wie sie jetzt im Moment ist. Einfach spüren, wie Sie jetzt gerade atmen. Es muss nichts geändert werden. Es gibt jetzt nichts zu beachten, sondern einfach mal gucken, wo spüren Sie denn Ihren Atem gut? Wo haben Sie denn einen guten Kontakt zum Atem? Spüren Sie vielleicht das Heben und Senken Ihrer Bauchdecke? Oder spüren Sie das Ausdehnen, wieder Zusammenziehen Ihres Brustkorbs? Und wenn Sie merken, oh, das fällt mir gerade ganz schön schwer, da irgendwie in Kontakt mit meiner Atembewegung zu kommen, dann können Sie gerne auch Ihre Hände zur Hilfe nehmen. Dann kann es oft hilfreich sein, eine Hand aufs Brustbein zu legen, eine Hand auf die Bauchdecke und einfach mal so nachzuspüren, ob Sie die Bewegung Ihrer Hände auf Ihrem Körper spüren, mit Ihrem Atemfluss. Und versuchen Sie mit Ihrer Wahrnehmung und Ihren Gedanken einfach so gut, wie es jetzt gerade möglich ist, bei dieser Atembeobachtung zu bleiben. Es ist ganz normal, dass der Geist abdriftet in irgendwelche anderen Themen, ne? Oder dass so Fragen kommen, wie mache ich das gerade richtig oder warum spüre ich denn meinen Atem nicht oder ich atme ja ganz schön schnell, ich müsste vielleicht ganz anders atmen. Das sind alles ganz normale Prozesse, dass der Geist anfängt, schon wieder drüber zu plappern. Und versuchen Sie aber immer dann, wenn Sie merken, okay, jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen abgedriftet, einfach wieder zurückzukommen und Ihrem Atem zuzuschauen oder nachzuspüren, so als würden Sie Wellen am Meer beobachten oder als würden Sie das Schaukeln von einem Blatt im Wind beobachten. Also ohne irgendwas zu tun, ohne irgendwas zu bewerten, einfach nur so gut wie möglich beim Atem bleiben. Noch für einen Moment nochmal den Atem spüren. Und dann lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit langsam wieder weiter werden. Spüren Sie mal, wie Sie jetzt gerade auf Ihrem Stuhl oder Sofa oder Sessel oder Boden oder wo auch immer Sie gerade sitzen, wo spüren Sie denn die Unterlage? Wie spüren Sie Ihre Füße auf dem Boden? Lassen Sie den Raum, in dem Sie sitzen, wieder so ein bisschen präsenter werden. Was kommen da für Wahrnehmungen? Können Sie irgendwelche Geräusche in Ihrer Umgebung hören? Und dann wird die Aufmerksamkeit langsam immer weiter, bis Sie wieder ganz im Raum angekommen sind. Sie dann auch wieder die Augen öffnen können. Wenn Sie mögen, können Sie sich jetzt mal kurz nach dieser kurzen Übung mal recken und strecken, auch mal gähnen. Nach was Ihnen gerade ist. Sie können das natürlich ergänzen, wenn Sie wollen, auch wirklich nochmal mit dem Thema Entspannungsverfahren, ne, was Ihnen da Freude macht. Da gibt es auch nicht das richtige und einzige und echte Entspannungsverfahren, sondern wichtig ist, dass es was ist, was Ihnen taugt, was Sie auch gern machen, was Ihnen Freude macht, wo Sie sich jetzt nicht so zwingen müssen, weil wenn ich mich zwingen muss, mache ich es in der Regel nicht lang. Ne? Und was da gut dran passt, ist so das Thema Pausenmanagement. Also im Alltag wirklich immer wieder ich komme nochmal zurück zu dieser Folie, diese Erholungsphasen schaffen. Das muss auch nicht sein, was ewig lang dauert, sondern das kann wirklich so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, die Übung hat vielleicht 3 Minuten gedauert, maximal 5. Sowas im Alltag einzubauen, auch in Ihrem Arbeitsalltag wirklich zu schauen, wo kann ich mal einfach kurz solche Momente, wo ich einfach mal kurz schaue, wie geht es mir gerade? Wie atme ich eigentlich gerade? Was ist gerade bei mir los? Müsste ich eigentlich schon längst mal zur Toilette gehen oder könnte ich mir ein Glas Wasser holen? Ne? Und natürlich in Ihrem häuslichen Umfeld, wo Sie noch mehr Kontrolle haben darüber, wie Sie Ihren Tag gestalten, ist es einfach sinnig, immer wieder auch so Pausen einzubauen, die kurz dem Organismus helfen, ganz runterzufahren. Ich komme jetzt mal zu diesem Stichwort Bewegung. Warum Bewegung hier steht, stimmt auch und warum auch Bewegung von vielen Menschen entspannend wahrgenommen wird. Naja, was machen Sie, wenn Sie sich bewegen? Insbesondere vorhin war genannt, na, wenn man joggen geht. In einer Stressreaktion machen Sie eigentlich genau das, was Ihr Körper gerade physiologisch tun wollen würde. Sie laufen weg. Ja, mit dem Joggen
Das ist so, als würden sie vom Säbelzahntiger wegrennen. Das interessiert den Körper ja nicht, dass sie das selbst bestimmen, sozusagen laufen. Und damit trainieren sie sich ihre Stresshormone sozusagen ab. Das Problem ist, die Bewegung macht auch nur das. Die ist super dafür, das, sozusagen die Stresshormone abzubauen und wirklich das, die Energien, die der Körper bereitstellt, in der Stressreaktion abzuarbeiten. Aber sie kommen deswegen per se noch lange nicht in die Entspannung. Also noch während sie sich bewegen, nicht, als auch wenn ich hinterher dann nichts mache, um aktiv in die Entspannung zu kommen, dann erst recht nicht. Ne? Also das heißt, es lohnt sich in der Bewegung auch wirklich, so daraus auch so eine Achtsamkeitsübung zu machen. Ich bleibe mit meinen Gedanken jetzt wirklich bei dem, was ich tue, bei dem, was ich wahrnehmen kann, wie sich mein Körper zum Beispiel beim Laufen anfühlt. Viele sagen auch, dass das beim Joggen ganz oft gelingt, dass man wirklich auch in so einen Flow-Zustand, nennt sich das, kommt, ne, wo man wirklich mit der Bewegung eins wird. Das ist schon mal klasse. Aber für ihren Körper ist das noch keine Entspannung. Das heißt, es kann trotzdem hinterher Sinn machen, sich, wenn man von der Bewegung nach Hause kommt, noch einen Moment zu nehmen, um wirklich auch noch mal in diese Entspannung ganz aktiv reinzugehen und den Körper auch wirklich in diese Erholungsphase zu holen. Und das auch wirklich zu sehen als einen ganz wichtigen Beitrag für ihre Gesundheitsfürsorge. Also man kann gar nicht oft genug betonen, wie viel Forschung es dazu gibt, wie gesundheitsdienlich regelmäßige Bewegung ist. Das ist wirklich, wenn Sie das als, wenn wir das in ein Medikament pressen könnten, die Wirkung von Bewegung, das wäre der Topseller für alle Lebensbereiche, weil es sind wirklich so gute Datenlage da ist für Bewegung. Ne? Und an vierter Stelle ist da auch noch genannt, auch das natürlich nicht, wenn es den Zeitplan noch dichter macht, sondern da muss man jetzt gleich, müssen wir gleich nochmal oben an der To-Do-Liste gucken, ist einfach auch Hobbys nachzugehen, die ihnen Freude machen, die sie wirklich entspannen, Dinge, die vielleicht meditativ sind, ne? Malen zum Beispiel, was einen wirklich, wo man seine Gedanken fließen lassen kann, andere kreative Dinge zu tun, um wirklich auch die Stressreaktion und die Veränderungen, die das mit sich bringt, im Körper positiv zu beeinflussen. Das ist jetzt mal so ganz einfach, so ein paar Strategien auf der Ebene der Stressreaktion. Da, wo man das gut üben kann, wo jetzt auch die Übung raus war, die ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, wäre eben im Prinzip der Achtsamkeit. In sogenannten MBSR-Kursen, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, steht für Mindfulness-Based Stress Reduction, ist ein Programm, was der Herr, den Sie da gerade auf dem Bild sehen, der Herr Kabat-Zinn, in Amerika entwickelt hat, viel beforscht hat, was wirklich mittlerweile eine sehr breite Datenlage hat, wie günstig das auf Stressbewältigung, aber auch auf Symptome wie chronische Schmerzen, Depressionen, auch wirklich psychische Erkrankungen, wie positiv sich das auswirkt. Und das Schöne ist, diese MBSR-Kurse sind in der Regel Krankenkassen gefördert. Also das heißt, das sind nach Paragraph 20 förderbare und von der Kasse auch unterstützte Kurse. Auch das, was vorhin genannt war, ne, so Gesundheits-Apps, wie zum Beispiel Hello Better als Anbieter einer ist, auch da sind ganz oft solche Elemente mit verarbeitet. Und das Schöne an solchen Gesundheits-Apps ist ja, ich muss nirgendwo hin. Also anders als bei so einem Kurs kann ich jetzt so eine App auch von zu Hause bedienen, kann da meine Übungen für mich allein machen, irgendwo hingehen und mich mit Leuten austauschen, wäre so die andere Option. Da kann man ein bisschen schauen, was man so für ein Typ ist, was sich im Alltag gut praktikabel machen lässt. Wenn Sie sagen, nee, jetzt noch irgendwo hinfahren, irgendwie immer eine Tasche packen und immer da sein, das würde mir jetzt noch mehr Stress machen in meinem Alltag, dann ist vielleicht so eine Gesundheits-App, wie das vorhin auch vorgeschlagen worden ist, eine ganz gute Alternative, wo man sagt, okay, da mache ich auch regelmäßig was, kriege auch ein Feedback dazu, und muss aber jetzt nicht nochmal extra das Haus verlassen und vielleicht den Druck haben, dass ich da was umorganisieren muss. So, das war jetzt die Übung, die wir gemacht haben. Jetzt kommen wir nochmal oben zu dem Punkt mit der To-Do-Liste. Also ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, ich muss Sie da, glaube ich, ein bisschen enttäuschen. Ich habe jetzt nichts für Sie dabei und ich möchte das auch gar nicht so gern, Sie jetzt noch besser ins Funktionieren zu bringen, dass Sie noch mehr Dinge in noch kürzerer Zeit schaffen, sondern eher im Gegenteil. Ich glaube, es geht ganz oft darum, wirklich zu schauen, welche Dinge müssen sein und wo ist es vielleicht auch wichtig, dass ich mal übe, Nein zu sagen, dass ich Dinge auch übe, ganz gezielt übe, wenn ich gerade, wenn ich weiß, dass mir das schwerfällt,
auch Dinge wirklich zu delegieren und auch übe, damit umzugehen, dass natürlich andere Menschen Dinge anders erledigen, als ich das jetzt gemacht hätte. Und vielleicht so zu üben, zu merken, naja, das kann auch gut sein. Also manchmal kommen da vielleicht Dinge raus, ja, das hätte ich anders gemacht, aber Mensch, das, was der andere macht, hat da vielleicht auch Charme. Und es geht nur einfach darum, dass ich meine eigene Gewohnheit so ein bisschen umlernen muss, ne? Dass man in die Zeitplanung auch so ein bisschen einplant, dass Unvorhergesehenes kommt, ne? Also heißt, dass ich vielleicht in meiner Zeitplanung Backup-Zeiten mit einplane oder auch ganz wichtig, also das kann ich Ihnen aus meiner klinischen Erfahrung oder aus meiner Klinikzeit sagen, was in der Klinik ganz oft vergessen worden ist zu planen in der Patientenbehandlung, sind die Wegezeiten. Also ist mir auch selber so gegangen. Ich habe meine letzte Klinikstelle war eine Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde, die ich selber mit aufgebaut habe. Das heißt, wo ich den Plan selber mit entworfen habe. Und mir ist aufgefallen, ich habe selber vergessen, Übergangszeiten reinzuplanen. Ne? Also das beschäftigt man sich so lange mit und dann tappt man selber in die gleiche Falle. Und ich erlebe das ganz oft auch, dass Menschen die Wegezeiten einfach nicht gut mit auf dem Schirm haben und dann kommt halt sofort Druck, weil ich den einen Termin, sage ich mal, bis 14 Uhr habe und dann müsste ich aber um 14 Uhr vielleicht schon im nächsten Termin sein und es funktioniert einfach gar nicht, wenn ich eine Wegezeit dazwischen habe und dann darf schon gar nicht dazwischen noch ein Anruf irgendwie kommen. Also das heißt, Zeitplanung ist was, was wirklich geübt sein will und man könnte über das nochmal ein ganz eigenes Seminar machen. Wir haben ja jetzt heute mit Mental Load zu tun, deswegen will ich es an der Stelle mal bewenden lassen und Sie dürfen ja gern nochmal sich rühren, wenn dazu auch nochmal mehr Input gewünscht wäre. Dann brauchen wir nochmal sozusagen eine andere Veranstaltung. Ich will mich jetzt nochmal ein bisschen wirklich auf den Mental Load, auf die Gedankenprozesse fokussieren, auch nochmal mit praktischen Sachen, weil es geht ja jetzt letztendlich darum, um eine verbesserte Stressbewältigung auf der Ebene hinzukriegen, braucht es eine Veränderung der Bewertungsoptionen. Einerseits von dem, wann sehen Sie in einer Situation eine Herausforderung oder wann fühlen Sie sich bedroht? Und auf der anderen Seite eine Veränderung der Bewertung der eigenen Regulationsmöglichkeiten im Hinblick nochmal auf das, was ich Ihnen vorhin von Lazarus, ne, was ich Ihnen bei diesem Modell gezeigt habe, wo die erste Bewertung ist, dass eine Bedrohung war, ne? Die zweite Bewertung, wie kann ich damit umgehen? Und diese Bewertungsmuster kann ich versuchen zu verändern, damit ich eben hier zu anderen, also dass ich da vielleicht zum Ergebnis komme, nein, viele Dinge muss ich mich gar nicht bedroht fühlen, das, ne, das ist gar nicht so dramatisch, haben vorhin auch, haben wir vorhin auch schon eingangs gehört, ne, da wird was in der Vorstellung riesig groß und super schwer zu bewältigen und im Nachgang war es dann gar nicht so dramatisch. Das kann ich mir zum Beispiel merken fürs nächste Mal. Mensch, jetzt lasse ich erstmal auf mich zukommen, vielleicht wird es gar nicht so dramatisch und ich kann ja gleichzeitig so ein bisschen ja auch nochmal meine Strategien ins Gedächtnis rufen, was ich bisher schon alles gut hingekriegt habe und wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich schon vielleicht ein anderes Outcome an Stressbelastung. Und wie kann ich jetzt an den Gedanken gezielt arbeiten? Und da habe ich jetzt zwei Herangehensweisen für Sie mit ganz praktischen Übungen dabei. Ich kann einmal, wie ich nenne das ganz gern, formal an den Gedanken arbeiten. Also heißt gar nicht mit dem, was genau denke ich, sondern dass ich denke und wie ich denke. Und dann kann ich natürlich auch inhaltlich an den Dingen, die ich denke, arbeiten. Und das wird vielleicht ein bisschen klarer, wenn wir jetzt nochmal reingucken, was habe ich da so für Ideen für Sie dabei. Formale Gedankenarbeit war jetzt auch schon wunderbar in meiner kurzen Achtsamkeitsübung, die ich gerade mit Ihnen gemacht habe, die Rückmeldung, ja, da war mal kurz einen Moment kein Gedanke mehr da. Das war genau sozusagen das Endergebnis, wenn formale Gedankenarbeit super funktioniert. Ist aber nichts, was man erzwingen kann. Im Gegenteil, je mehr Sie sozusagen das erzwingen wollen, diese Gedankenlosigkeit, desto schwieriger wird es werden. Deswegen geht es in der Achtsamkeit einfach darum, die Gedanken zu beobachten, nicht inhaltlich einzusteigen, sondern sie zu beobachten. Vorhin habe ich gesagt, wie als ob Sie Wellen am Meer beobachten, was auch ein oft gewähltes Bild ist. Stellen Sie sich vor, Ihre Gedanken sind Wolken am Himmel. Und da gibt es eine Wolke, die heißt vielleicht Essen für heute Abend oder Geburtstag der Tochter morgen. Also das heißt, es geht nicht darum, was genau steckt in dem Gedanken drin und was ist da alles zu tun und welche Aspekte hat dieser Gedanke inhaltlich,
sondern es geht darum, dass sie sich so weit distanzieren, als würden sie am Boden sitzen und dieser Gedanke würde wie eine Wolke über ihrem Kopf hinwegziehen. Und der darf auch weiterziehen. Und dann kommt vielleicht gleich der nächste Gedanke. Und es geht quasi darum, immer wieder so einen Abstand zu finden vom eigenen Gedankenprozess. Und da gibt es von vielen Achtsamkeitslehrern sehr schöne Bilder dazu, die sagen, naja, das ist auch ein bisschen tagesabhängig. Manchmal setze ich mich hin und mache so eine Achtsamkeitsübung und der Himmel ist ganz bedeckt und ich kriege kaum ein Stück blauen Himmel zu fassen. Also sprich ein Gedanke am anderen und ich komme kaum mal dazu, dass, ne, kaum ist der eine Gedanke vorbeigezogen, ist schon der nächste da. Und sie werden sehen, mit Übung und natürlich auch tagesabhängig werden sie mit Übung Gedanken oder Tage erleben, wo das so aussieht wie auf diesem Bild hier, wo sie viel blauen Himmel, also viel mal, wo wirklich kein Gedanke da ist, wo sie das erleben. Und natürlich tauchen dann immer wieder mal Gedanken auf. Aber dass sie sozusagen an der Übung dranbleiben, es geht immer wieder einfach darum, diese Gedanken so weiterziehen zu lassen und eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Und es zeigen die Forschungen, dass wenn man das regelmäßig übt, dass das wirklich ganz gut gelingt. Ne? Also Fokussierung auf den Atem und Gedanken, die kommen, weiterziehen lassen wie Wolken am Himmel. Das wäre ein zentrales Übungselement der formalen Gedankenarbeit, was wir gerade schon geübt haben. Dann gibt es natürlich aus dem therapeutischen Bereich, auch wenn ich merke, ich bin so in einem Gedankenkarussell, dann gibt es die Technik des Grübelstopps. Also zu sagen, ne, oftmals bei den Kindern mache ich das, aber das können auch Erwachsene ganz gut, wirklich mit was, wo wir uns physisch irgendwie ins Hier und Jetzt holen, also klatschen oder aufstampfen oder sich wirklich Stopp sagen oder sich zumindest ein Stoppsignal denken. Und quasi sagen, oh, ich höre jetzt auf damit. Mit wenig Übung kommt der Gedanke sofort wieder. Mit ein bisschen mehr Übung kriegt man da auch wirklich so eine Pause rein und kann manchmal so ein Gedankenkarussell, sowas, was sich so heiß dreht, wirklich unterbrechen. Ne? Das verlangt Übung, funktioniert dann aber ganz gut. Dritte Übung, die ich für Sie dabei habe, die man mal ausprobieren kann, das ist nicht für jeden was, aber ich wollte es einfach so mit anbieten, dass Sie das mal ausprobieren können, wäre das sogenannte expressive Schreiben. Heißt, wenn ich jetzt gerade schon in meinen Gedanken hänge, dann setze ich mich jetzt einfach irgendwo hin, am besten mit einer Stoppuhr oder mit meinem Handy, stell mir das ein auf 5 oder 10 Minuten, nehme mir einen Zettel und einen Stift und schreibe einfach spontan alles auf, was mir gerade durch den Kopf geht. Wirklich ohne nachzudenken, Sie müssen auf keine Grammatik, auf keine Rechtschreibung, auf gar nichts achten, einfach runterschreiben, solange bis die Zeit rum ist, bis der Wecker klingelt. Und danach den Zettel auch wirklich gar nicht mehr durchlesen, nichts mehr damit machen, einfach zerknüllen oder verbrennen oder wegschmeißen. Es geht quasi einfach darum, Sie merken, nicht wieder inhaltlich sich mit den Gedanken zu beschäftigen, sondern wirklich einen Abstand zu gewinnen zu diesem Gedankenprozess. Und es gibt Menschen, die ich schon erlebt habe, die sagen, das hilft mir, in eine Distanz zu kommen, weil irgendwann ist mir das zu blöd, das immer niederzuschreiben. Und dann hören irgendwie auch die Gedanken auf. Einfach eine Idee, die Sie ausprobieren können. Letzter Punkt, und das ist tatsächlich was, wo auch viele Patienten am Anfang mich so angucken, wenn ich mit der Idee um die Ecke komme, so, ja, Frau Geilis, genau, und das soll jetzt helfen, O-Ton von Patienten tatsächlich, ne? Und wo ich aber immer wieder, wenn die das dann ausprobieren, die Menschen, ganz erstaunte Rückmeldungen kriege, dass sie sagen, Mensch, ich hätte das nie gedacht, aber das funktioniert wirklich. Also für die unter Ihnen, die wirklich sagen, ich leide da richtig drunter, ich bin so ein richtiger Grübler, wäre mein Tipp, suchen Sie sich bei sich zu Hause den unbequemsten Stuhl, den Sie auch nur finden können. Ja, irgendeiner mit einer harten Sitzfläche oder Sie nehmen sich so ein Kindermöbel von Ihren Kindern, wo man sich so draufkrüpfeln muss. Und überlegen Sie sich eine Zeit am Tag und eine feste Zeitspanne. Also was weiß ich, das mache ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, da ist eh mein Kopf total voll und die Kinder sind vielleicht noch nicht da oder sind noch bei den Hobbys unterwegs und ich stelle mir meinen Timer vom Handy auf 10 Minuten. Und dann setzen Sie sich auf diesen Stuhl und zwingen sich, die 10 Minuten, bis der Wecker klingelt, zu grübeln. Ja, und Sie bleiben auf dem Stuhl sitzen, bis der Wecker klingelt und grübeln. Und Sie werden feststellen, was wir hier machen, ist, wir konditionieren das Grübeln, so würden jetzt die Therapeuten sprechen, wir konditionieren, also das heißt, wir verkoppeln das Grübeln mit einer unangenehmen Haltung und ne, auch mit einer festgelegten Zeit, sodass Sie sich am restlichen Tag, wenn Sie merken, ich komme ins Grübeln rein, immer wieder sagen können, stopp,
jetzt gerade nicht, ne? Das passt dann zum Grübelstopp auch ganz gut dazu. Jetzt nicht, später kommt meine Grübelzeit und da kann ich dann 10 Minuten lang ausgiebigst über dieses Thema grübeln, aber nicht jetzt. Ja? Und ich habe da wirklich auch Menschen schon begleiten dürfen, die dann gesagt haben, mir ist es auf dem Grübelstuhl zunehmend schwerer gefallen, die 10 Minuten mit Grübeln vollzubringen. Und immer, wenn ich am Tag schon nur beim Grübeln nur an den Stuhl gedacht habe, hat mein Grübeln sofort aufgehört. Ne, weil allein schon dieser Gedanke an den Stuhl irgendwie mir geholfen hat, mich davon wieder zu befreien. Also das ist wirklich, auch wenn es Ihnen jetzt ganz komisch vorkommt, eine komische Idee zu sein scheint, es lohnt sich, das mal auszuprobieren, wenn Sie mit Grübeln wirklich häufiger zu tun haben. Dann lohnt sich das. Es wären so meine Ideen zur formalen Gedankenarbeit. Und dann können wir noch mal inhaltlich auch gucken. Da kombinieren sich jetzt ein paar Techniken. Eine Technik, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, auch persönlich, die ich immer wieder mache, ist so, wenn man so merkt, okay, jetzt komme ich in irgendwas, jetzt komme ich so in Druck, dann kann es nützen. Und diese Technik, die dauert ein paar Sekunden, ne? Also die nimmt Ihnen nicht viel Zeit weg, sich kurz mal Einhalt zu gebieten, kurz mal ein paar Atemzüge zu machen, sagen, okay, um was geht es jetzt gerade in diesem Moment? Was ist jetzt gerade das, was mich beschäftigt oder was zu entscheiden ist? Soll. Ganz kurz versuche ich mich auf diese Sache zu konzentrieren, nachzudenken, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe, dann mache ich das auch. Dann wird nicht mehr lange darüber nachgedacht, ah, soll ich es nicht doch anders und könnte ich nicht doch dies und noch das, sondern ich treffe jetzt eine Entscheidung und nach der handle ich. Und ja, dann kann es verkehrt sein, dann muss ich es beim nächsten Mal vielleicht anders machen. Aber jetzt für diesen Moment gehe ich dann mit dieser Entscheidung aus der Technik raus. Ne? Weil ganz oft haben ja vorhin auch schon einige gesagt, sind diese Gedanken, die führen ja am Ende zu nichts. Ja, und es ist irgendwie, weiß ich dann schon am Anfang, wo ich eigentlich hingegangen wäre. Und es war dann eigentlich diese ganzen anderen Alternativen, die ich so durchgedacht habe. Ich habe eigentlich schon von Anfang an gewusst, was ich machen wollte. Ne? Ich hätte eigentlich gleich loslegen können. Und da hilft diese Technik auch so ein bisschen dabei, so fokussiert dann loszulegen. Was sich auch mal lohnt, und das wirklich rate ich Ihnen auch schriftlich, ist einfach mal zu gucken, das lohnt sich, wenn Sie in bestimmten Situationen immer wieder in einer bestimmten Art und Weise reagieren und sich hinterher fragen, Mensch, warum habe ich denn das wieder so gemacht? Ja, das verstehe ich gar nicht. Warum mache ich das immer genau in der Art und Weise? Das möchte ich doch eigentlich gar nicht. Ich möchte doch gar nicht so reagieren. Dann lohnt sich es mal hinzusetzen und wirklich so ein ABC-Protokoll durchzuführen. Das ist jetzt schon, was ich Ihnen da als Ausschnitt drauf gemacht habe. Ist jetzt schon sehr ausführlich. Es reicht eigentlich, sich wirklich kurz mal die Situation aufzuschreiben, also zu beschreiben, was genau habe ich jetzt das Gefühl, hat das Ganze losgetreten. Und dann vielleicht fällt Ihnen leichter, erstmal das C festzulegen, wie reagiere ich dann immer, was tue ich, wie fühle ich mich, was geht in meinem Körper ab. Und dann so zu versuchen, die Mitte, also wir denken oft, der Auslöser führt zu der Konsequenz. Ne? Also der Typ, der vor mir jetzt 80 fährt, obwohl hier 100 erlaubt ist, der macht mich wütend. Stimmt aber eigentlich gar nicht, sondern es ist Ihre Bewertung, die dieses Gefühl auslöst, weil Sie ja vielleicht jetzt irgendwie schnell nach Hause wollen, weil Sie noch 1000 Sachen vorhaben, während Sie jetzt vielleicht, wenn Sie ganz entspannt sind und gerade selber in Gedanken so ein bisschen hängen oder im Radio mitsingen, gar nicht merken, dass vor Ihnen der 80 fährt, weil Sie auch ganz gemütlich über die Straße fahren, ne? Also heißt unsere Bewertung, das, mit was wir da drauf schauen auf diese Auslösesituation, bestimmt ganz viel die Konsequenz. Und es lohnt sich mal zu gucken, habe ich so typische automatische Gedanken, die in bestimmten Situationen immer wieder kommen und die zu Konsequenzen führen, die ich eigentlich gar nicht haben will. Und dann kann man mal nämlich gucken, diese Bewertungen zu hinterfragen. Heißt, sich vielleicht mal unterschiedliche Brillen sozusagen im übergetragenen Sinne aufzusetzen, sich zu fragen, okay, also ich bewerte diese Situation offensichtlich so und das führt zu bestimmten Konsequenzen. Wie würde denn jemand anders in meiner Situation vielleicht denken und dann eben handeln und fühlen? Da kann man durchaus auch mal andere Menschen fragen, Mensch, ich zeig dir mal eine Situation, wie würdest denn du da drauf reagieren oder was wären denn so deine Gedanken dazu? Was sich oft auch lohnt, ist, sich mal zu überlegen, gerade wenn man sich jetzt über was tierisch ärgert und in was reinsteigert. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ne? Das gibt es ja manchmal auch, dass man so gar nicht loslassen kann. Dann kann man sich mal fragen, wie würde ich denn in 6 Monaten darüber denken? Würde das mich in 6 Monaten auch noch total beschäftigen oder belasten oder ist das eigentlich in 6 Monaten vergessen? Und lohnt sich es dann, mir heute da so viel Gedanken drüber zu machen? Und meine Lieblingsbrille, die nehme ich ganz gern,
wenn Dinge wirklich doof gelaufen sind, statt mich jetzt darauf festzuhalten oder dran aufzuhängen, oh, das ist total doof und wieso habe ich das gemacht und mich zu schimpfen und zu ärgern, versuche ich mich relativ schnell an den Punkt zu bringen, zu sagen, okay, das ist jetzt doof gelaufen, aber was kann ich mir fürs nächste Mal aus der Situation vielleicht mitnehmen, damit mir das beim nächsten Mal nicht mehr passiert? Was kann ich daraus lernen? Ja? Und welche Schlüsse ziehe ich da für mich für die Zukunft? Und dann bin ich sofort wieder in etwas Proaktiven und in was Positiven und Zukunftsgerichteten und bleibe nicht so sehr in dieser Fehleranalyse hängen. Und das heißt, ich kann dann aus dem ABC so ein bisschen eine Erweiterung machen, kann sagen, okay, ich hinterfrage mal meine Gedanken, woher weiß ich denn das? Würde das jemand anders auch denken? Würde ich das in 6 Monaten noch genauso denken? Und dann komme ich vielleicht zu realistischeren Einschätzungen, realistischeren Bewertungsmustern, die ich dann vielleicht fürs nächste Mal mir wieder ins Gedächtnis rufen kann, wenn ich in die Situation komme. Mensch, da habe ich doch schon mal so ein ABC gemacht und ein ABCD. Da könnte ich doch mal versuchen, ob ich meine Bewertung verändern kann hinsichtlich was Realistischerem, was vielleicht zu angenehmeren Konsequenzen für mich führt. Ist auch was, was ein bisschen Übung braucht. Ich empfehle Ihnen auch, fangen Sie wirklich mit den kleinen Ärgernissen des Alltags an, nicht gleich mit dem großen Ehekrach, sondern wirklich mit was, was man einfach gut mal, ne, sowas wie ich jetzt gerade gesagt habe, so mich regt der vor mir auf, der so langsam fährt. Das wäre mein Tipp. Da kann man noch mal einen Schritt weitergeben. Es gibt das Konzept der inneren Antreiber, also aus der Transaktionsanalyse. Das habe ich vorhin schon so ein bisschen in dem Stress, in diesen stressverschärfenden Gedanken ein bisschen aufgegriffen, ne? Das sind so die Klassiker, die man eben so gelernt hat, die man so als Werte mitgebracht hat. Und da empfehle ich einfach, Erlauber dran zu setzen. Also wenn Sie da sich irgendwo wiedererkennen, vielleicht zu sagen, ich kann ja, mal versuchen, an meinem Antreiber, an das, was mich innerlich immer so voran vor sich her peitscht, so ein bisschen mehr Selbstmitgefühl ranzugehen und mir vielleicht einen Erlauber anzutrainieren, der diesen Antreiber so ein bisschen abschwächt. Das wäre ein Aspekt, was auch ganz gut hilft, gerade auch wieder für die, die beim Schlafen, die Gedanken auch vom Schlafen abhalten, ist so das ganz klassische abends ein Tagebuch schreiben, das einfach nochmal den Tag Revue passieren lassen, schriftlich oder auch einfach nochmal sich Zeit zu nehmen und das gedanklich zu tun und den Tag wirklich abzuschließen, bevor sie ins Bett gehen. Ne, das kann manchmal wirklich eine sehr gute Technik sein. Und wenn es wirklich, wenn Sie beim Grübeln feststellen oder bei der Gedankenarbeit inhaltlich, Mensch, da geht es wirklich um Probleme, ne, die wirklich gelöst werden müssen. Also das ist jetzt nichts, wo sich Gedanken ins Leere treiben, sondern da müsste ich wirklich mal länger drüber nachdenken. Dann empfehle ich Ihnen wiederum, auch wirklich sich da auch mal eine Zeit zu nehmen und wirklich mit einem Blatt Papier zu arbeiten, das Problem mal genau zu definieren, was genau ist denn das, was mich da stört oder was ich anders haben möchte. Lösungen zu brainstormen, ohne Bewertung, einfach mal zu gucken, was fällt mir ein, auch vielleicht andere mal zu fragen, was hast denn du da für Ideen? Und dann wirklich Lösungen einfach mal auszuprobieren, ne, um da in eine Aktivität auch zu kommen.